Das Brandenburger Tor in Berlin. Hier trifft sich Deutschland. Über 50.000 verschiedene Menschen treffen Sie hier jeden Tag. Und unter Ihnen natürlich mehr als genug Bundestrainer. Für uns natürlich Grund genug, hier mal die schnellste Meinung Deutschlands zu erfragen. Getreu dem Motto, wir haben 100 Leute gefragt. Einer von diesen 100 Bundestrainern ist Philipp. Philipp, an dich geht die erste Frage. Gehört Stefan Kießling für dich noch in die Nationalmannschaft? Nein. Nein, das klingt ganz eindeutig. Er ist einer von 100. Was denken die anderen 99 Bundestrainer? Ja. 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 Ich würde ihn spielen lassen. Ja. Ja. Nö. Nein. Ja. Nein. Ja. 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 Bei mir steht Berkan aus Dortmund. Auch an dich die Frage. Gehört Stefan Kießling in die Nationalmannschaft? Ja oder nein? Ja. Berkan sagt ja und damit denkt er wie der überwiegende Teil unserer 100 Bundestrainern. Und wenn man schon mal jemand aus Dortmund hier hat, dann schließt sich natürlich die Frage an. Gehören für dich die Dortmunder mehr berücksichtigt in der Nationalmannschaft? Nein. Nein. Nö, nicht unbedingt. Ja. Nein. Nö. Nein. Nein. Ja. Ja. Nein. 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 Ja. Nein. Ja. Nein. 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 Ja. Nein. Nein. Wenn die wieder Meister werden, dann ja. Nein. Ja. 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 Auf jeden Fall. Ja. 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 Timo, wie ist deine Meinung? Müssen die Dortmunder mehr Berücksichtigung in der Nationalmannschaft finden? Ja, klar. Ja, klar. Ja, ja, das ist ein eindeutiges Votum, ganz anders wie unser Gesamtergebnis. Da sind die Leute hier relativ ausgeglichen. Und wenn wir schon mal die Gruppe aus Dortmund hier haben, dann können wir auch gleich die nächste Frage noch stellen. Alles klar. Roman Weidenfeller wird wenig berücksichtigt. Findest du nicht, dass er eigentlich aufgrund der Leistungen auch der Zweitbeste hinter Manuel Neuer ist? Sogar der Erstbeste. Ja, ich denke schon. Er bringt seit Jahren konstant gute Leistungen. Ja, ich denke. Ja. Nein, nein, nein. Ja. Ja. Er ist einer der vernünftigen Dortmunder. Bob aus Venlo ist der letzte Nationaltrainer, den wir heute befragen, aus den Niederlanden. Ist für dich Roman Weidenfeller der Zweitbeste, den wir haben bei uns im deutschen Tor? Nein, das ist er nicht. Nein, damit steht er in unserer Umfrage relativ alleine da. Die Holländer denken halt immer ein bisschen anders, um nicht zu sagen falsch. Aber fragen wir ihn mal die letzte Frage, die dreht sich um Bastian Schweinsteiger. Ist für dich Bastian Schweinsteiger noch gut genug für unsere Nationalmannschaft? Ja. Er ist so in der Schiene von Ballack, dass irgendwo doch jetzt langsam das Ende naht. Der gehört auf jeden Fall in die Nationalmannschaft. Auf jeden Fall. Also der Großteil unserer Bundestrainer hier findet, dass Bastian Schweinsteiger immer noch in die Nationalmannschaft gehört. Aber wenn Sie richtig gerechnet haben, dann sind wir bei 99. Der letzte Bundestrainer steht neben mir und das ist Markus. Markus, du bist der Letzte. Bastian Schweinsteiger, für dich noch gut genug für die Nationalmannschaft? Absolut ja. Du passt dich dem Trend an. Vielen Dank dafür, das war die schnellste Meinung Deutschlands. Ich habe jetzt genug gefragt, ich habe mir den Mund hier fusselig geredet, 100 Leute haben wir getroffen. Eine Frage bleibt aber noch, die will ich jetzt aber nicht mehr stellen, da sind Sie an der Reihe. Schafft Deutschland morgen schon die Qualifikation für die WM 2014? Klicken Sie sich rein auf unsere Facebook-Seite, diskutieren Sie mit, denn wir machen jetzt Feierabend und gehen nach Hause. Viel Spaß. So, Feierabend, tschüss. Bundesliga aktuell, von Montag bis Freitag. Immer 18:30 Uhr auf Sport 1.